Hallo Ali, heute möchte ich mal zeigen, was ich für Zutaten für eine Fischplatte benutze. Das ist hier zum einen ein schöner Aal, der hat etwa ein Kilo. Kilo kostet zurzeit hier um die 40 Euro. Dann habe ich hier heiß geräucherten Lachs, einige Sprotten, ein schönes Stück Roggen, ist auch wunderbar, es ist nicht zu trocken, nicht zu weich. Dann ein bisschen Heilbutt und hier hinten nochmal Makrele, das sind so eine kleinen diesmal. Sonst habe ich auch immer gerne die großen genommen, aber gut, gab es diesmal nicht. Dann ergänze ich das Ganze nachher nochmal. Also diese ganzen Sachen hier, die habe ich frisch aus der Aalräucherei geholt. Die sind also wirklich frisch verarbeitet. Dann habe ich hier aber noch fertige Sachen, die ich beim Discounter kaufe. Das sind einmal so eine kleinen Heringsröllchen hier. Die sind mit verschiedenen Marinaden angemacht und eigentlich ganz lecker. Dann habe ich einmal den Gravitlachs, einmal den Räucherlachs. Dann nehme ich hier noch immer gerne, weil die sieht auch sehr schön aus, schmeckt auch sehr, sehr lecker, die Lachsforelle. Hier sind noch ein paar Forellenfilets. Mal sehen, ob ich die im Stückchen auf die Platte auflege. Oder ob ich daraus nachher nochmal eine kleine Paste mache und das mit irgendwie mit in die Tomaten mit reinmache. Hier habe ich dann auch noch Dorschleber, da mache ich auch nachher nochmal eine Creme draus. Das wird mit Mayonnaise und anderen Zutaten vermischt und kommt dann in die ausgehöhlten Tomaten. Etwas Forellenkaviar, der ist auch relativ lecker immer. Das sind diese groben Körnchen, die nehme ich nachher auch für die Wachteleier. Ja, und dann habe ich hier noch so ein bisschen, was ich als Deko nehme. Ja, zum einen natürlich hier die Zitrone, ein bisschen Knoblauch, dann habe ich hier drüben nochmal etwas Dill, ein wenig Kresse, ein Salatkopf, Radicchio-Salat, diesen roten, etwas Chicorée und noch so ein paar kleine Cocktailtomaten. Das Ganze werde ich mir jetzt schon mal vorbereiten. Das heißt, ich werde mir jetzt den Aal filetieren und in Stückchen schneiden und alles andere auch. Die erste Platte ist jetzt schon mal mit Salat belegt. Als nächstes werde ich jetzt den Fisch auflegen. Die Aalfiletstückchen liegen jetzt schon mal. Als kleiner Tipp, wenn man Aal filetiert, sollte er möglichst kalt sein. Also am besten in den Kühlschrank vorher legen. Dann lässt sich also wesentlich leichter die Haut abziehen. Als nächstes habe ich jetzt den Roggen darauf gelegt. So ein bisschen rund gepackt. Jetzt habe ich hier so die Sprotten aufgelegt. Hier ist die Pfeffermakrele, hier ist die Naturmakrele. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Forellenfilet. Ich habe die Forelle jetzt also nicht zu einer Creme verarbeitet, sondern habe sie jetzt hier in der Mitte aufgelegt. Ja, ein bisschen verändert habe ich so die ganze Optik nochmal. Das wird aber bis zum Schluss immer wieder passieren. Den Heilbutt habe ich jetzt auch ein bisschen klein geschnitten. Der liegt jetzt hier so ringsrum so ein wenig. Und dann habe ich hier den Lachs, den heiß geräucherten Lachs, auch schon mal hingelegt. So, jetzt ist weitestgehend erstmal alles fertig. Hier habe ich die Lachsplatte gemacht. In beiden Schälchen kommt nachher noch Meerrettich und Senfsoße mit rein. Hier sind nochmal die Wachteleichen mit dem Forellenkaviar. Ja, das Ganze wird jetzt noch ein bisschen mit Petersilie, Zitrone und kleinen Tomaten dekoriert. Die Tomaten werde ich gleich noch aufschneiden und füllen. Ja, und dann zeige ich gleich nochmal ganz zum Schluss, wie alles dann wirklich ganz fertig aussieht. So, die Platten sind jetzt erstmal fertig. Im Vordergrund habe ich noch ein bisschen Krabbensalat. Einmal mit Dillsoße, einmal mit Knoblauchsoße. Das stelle ich separat auf den Tisch. Das passt nicht mehr auf die Platten. Auf den Platten selber ist alles drauf. Ich habe das noch ein bisschen dekoriert mit Petersilie, Dill und Kresse. Etwas schwarzen Knoblauch dazu gelegt. Das ist eine ganz leckere Sache. Die Tomaten habe ich mit der Dorschleber-Eimischung gefüllt. Habe dann auch noch ein bisschen davon übrig behalten. Das steht hier hinten nochmal im Extranäpfchen. Hier ist dann so die Lachsplatte. Da habe ich auch nochmal Soßen dazu gemacht. Einmal die Senfsoße, hinten ist nochmal Meerrettich. In der Mitte stehen die kleinen Matjesröllchen, die säuerlich eingelegten. Ganz hinten sieht man dann nochmal die Platte für zwei Personen, die leider heute nicht anwesend sein können. Die werden sich aber trotzdem freuen, wenn sie so eine schöne Fischplatte kriegen. Das Ganze sollte eigentlich nur so eine Anregung sein. Man kann natürlich auch noch jede Menge anderen Fisch dazu nehmen, ob das nun Schillerlocken sind oder Butterfisch oder sonst irgendwelche tollen Sachen. Ich wünsche jedenfalls jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen, einen guten Appetit beim Essen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!